Herzlich willkommen, Bollywood-Fans. Wir wollen uns heute einen neuen Bollywood-Trailer anschauen. Das heißt Padmavati. Und zu Gast habe ich David. Ja, hallo erstmal. Ich bin jetzt zum dritten Mal, darf ich Gast sein bei Kasim. Und ja, er hat mich heute eingeladen, ein neues Video zu machen über einen Bollywood-Film. Genau. Hab jetzt noch nie wirklich einen Bollywood-Film angeguckt. Nur ich habe die Info, dass wohl die Bollywood-Filme in der Produktion teurer sind und aufwendiger sind als die Hollywood-Filme. Was ich sehr interessant finde. Und ist es auch. Ja. Also die Art von Bollywood-Filmen ist ja anders wie Hollywood-Filmen und das macht auch eigentlich Bollywood sehr besonders. Deswegen habe ich ihn auch heute so hergerufen. Ja, und in dem Film spielen ja Shahid Kapoor, Deepika Padukone und Ranveer Singh mit. Ranveer Singh und Deepika haben ja in den letzten Bansali-Filmen auch zusammengespielt, jetzt wieder. Und Deepika kennt man ja auch in den Hollywood-Filmen. Also letztes Jahr hat sie Triple X mit Vin Diesel gedreht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Trailer. Ich erwarte sehr viel. Und ja, klick mal. Starten wir mal. So. Bansali Production. Ich bin so gespannt, was mich jetzt erwartet. Da sehe ich schon Menschen. Landschaft ist sehr schön. Ja. Ist ein bisschen aus wie die chinesische Mauer. Ja. Wohin gehen sie überhaupt? Oh. Ja. Wenn das nicht aufwendig ist. Das sieht echt toll aus. Und da ist die Pika. Richtig. Und da ist Shahid Kapoor. So viele Menschen, Komparsen und alles Mögliche. Und die Gewänder. Das ist auch alles. Sehr schön gestaltet. Eine andere Kultur, als wir es halt im Westen haben. Ja. Und die ganzen Details, ne? Das sind auch schon. Genau. Und das ist. Wer ist das? Oh. Da wandern sie wieder. Und da, glaube ich, zum Palast. Rajput ist, glaube ich, deren Volk, wenn ich mich nicht. Ihre? Oh, die sieht so hübsch aus, die Deepika. Wow. Also, Schlacht gibt's, glaube ich. Ja, und auch gut animiert. Das ist Muslime. Mit den schwarzen Flaggen und Halbmond. Ich glaube, das war Ranveer Singh. Der Gegner. Der Hintergrund, ne? Oh. Wow. Ich glaube, der könnte auch brutal werden. Der sieht auch brutal aus. Wow, sieht auch krass aus. Was ist das? Oh mein Gott. Richtig. Vom Aussehen her. Ja. Richtig böse, ne? Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Kalifen von Game of Thrones, das war gerade irgendwie viel. Hab ich mir auch gesagt. Die Musik, ne? die macht die Spannung und treibt sie auch nochmal hoch. Ne? Also, es fing vom Anfang so langsam. Und dann immer steigend, ne? Wow, das sieht auch krass aus. Sandsturm oder so. Hammer. Ja, das ist ein Trailer. So eine Schönheit. Oh mein Gott. Also am 1. Dezember erscheint es in Indien. Ich glaube zeitgleich auch in Deutschland. Aber auf Deutsch erscheint es dann immer so ein halbes Jahr später. Das war's. Das war der Trailer. Ja. Was sagen wir dazu? Also von den Kulissen her mega. Ja, da kann man wirklich nur sagen, das ist absolute Weltklasse. Da kann sich Hollywood auch einen Teil abgucken, würde ich sagen. Das sowieso. Ich finde, okay, man hat jetzt nicht sehr viel gesehen, aber das kleine bisschen, was man gesehen hat, hat man schon gemerkt, das ist richtig krass. Ich will jetzt nicht wissen, wie es im ganzen Film sein wird, weil die Filme dauern ja so zwischen 2 und 3 Stunden. Und wenn du alles siehst, so Palast bestimmt, wird alles bestimmt gezeigt, so richtig aufwendig gemacht, bestimmt so
dekoriert alles. Generell, glaube ich. Also so wie es früher aussah. Den Film ist es wirklich krass. Aufwendig. Ja, und die Schauspieler halt. Also, was soll ich sagen? Die Typika, also richtig eine hübsche. Und die Musik, wie wir gerade auch gesagt haben, Anfang leise, langsam und dann. Immer steigend und lauter. Und mit der Spannung halt. Und es wird bestimmt eine Schlacht geben, Krieg. Um die Königin, Prinzessin oder was ist das genau? Eine Königin. Königin, okay. Glaube ich, wenn es König ist, Königin. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, vom Inhalt her hat es mir jetzt nicht so viel gesagt eigentlich. Ich konnte jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so vom Trailer sehen, was, um was es gehen wird. Genau. Ich glaube, da muss man auf den zweiten Trailer abwarten, wenn er rauskommt. Vielleicht wird dann mehr vom Inhalt dann gezeigt. Weil, was ich jetzt erkennen konnte, war Schlacht bestimmt. Genau. Krieg. Ja. Aber die Einzelheiten, die wird man wahrscheinlich dann erst später erfahren. Also. Genau. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Der Regisseur macht eigentlich nur gute Filme. Also die letzten Filme, Bajirao, Mastani und so, war echt sehr gut. War auch vom Zeitalter so gleich. Und war auch sehr, sehr, sehr aufwendig gemacht. Ich denke ungefähr, so wird es auch. Ja, da kann man nur gespannt warten. Ja. So, das war dein erster Bollywood-Trailer. Genau. Hast du gesehen, Unterschied zwischen Hollywood und Bollywood? Also ich finde, die achten halt wirklich mehr auf die Details. Auf die Musik ist auch wirklich gut gewesen. Und ich habe schon Trailer von anderen Filmen gesehen, die deutlich weniger zu bieten hatten. Obwohl die halt mehr verbreitet sind, wirklich, in dem Raum. Aber also Bollywood-Filme sind ja, wie gesagt, generell ziemlich aufwendig und dafür auch bekannt, mit vielen Schauspielern und Darstellern zu arbeiten. Und das hat man natürlich auch wieder gesehen, das hat super gelungen. Und auch wie im Video von Olgun und dir damals, fand ich das auch richtig aufwendig. Und ja, das hat auch schon meine Interesse geweckt, genau. Ja, das stimmt. Also, Bollywood macht, ist schon was Besonderes. Also, man sollte es nicht außer Augen lassen. Ja, da kann ich definitiv zustimmen. Das war dann unser Reaction zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt Daumen hoch, könnt ihr ruhig kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Genau, das ist ja wichtig. Genau. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt, ruhig in den Kommentaren schreiben. Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Keine Ahnung. Und klickt fleißig das Video. Dann verabschieden wir uns. Jo. Und sagen ciao. Ciao. Damit ihr erstmal auch anschaut. Und genau, das ist ein. Was ist los mit mir? Warte mal. Ablaufen wird. Ja. Konnte man jetzt nicht so. Mit Untertitel oder so auf Englisch oder. Könnte vielleicht auch noch raus. Ja. Und jetzt? Ey, ich hab.